steigen wieder ein. Maxim, jetzt so dein Lebensweg betrachtet und über das, über was du gesprochen hast. Habe ich dich richtig verstanden? Nee, anders. Hast du in der Zeit bis zu deiner Selbstständigkeit mal in der Firma gearbeitet? Also als festangestellte Mitarbeiterin im Angestelltenverhältnis? Ja, aber nicht Vollzeit über verschiedene Jahre. Also ich hatte ganz viele Jobs nebenbei, beziehungsweise auch neben dem Studium habe ich immer gearbeitet, seitdem ich 16 war, und habe dann auch längere Praktikas gemacht. Aber so dieses klassische, ich bin in einer Firma für 2, 3, 4, 5 Jahre festangestellt in Vollzeit, das habe ich nicht gemacht. Okay. Und das war auch ganz bewusst, dass ich gemerkt habe in meinem Praktikum, das ist nicht mein Weg. Also das ist ein guter Weg, für viele ist es auch der richtige Weg, aber für mich ist es leider, ich sage auch wirklich leider, weil es der einfachere Weg gewesen wäre, aber es war nicht der richtige. Okay. Und wie kannst du jetzt diesen Transfer bringen zu Menschen, die halt genau das wollen? Sind das Menschen, die zu dir kommen, oder was für Menschen kommen zu euch? Zu uns kommen vor allem Menschen, die merken, dass sie nicht einfach nur funktionieren wollen, sondern dass sie einen Job haben wollen, wo sie was bewirken, der einen Sinn ergibt. Und für mich hat Sinnhaftigkeit hat nichts mit dem Format zu tun. Das kann ich selbstständig machen, das kann ich aber auch angestellt machen. Und deswegen kommen beide Personen zu uns. Also Leute, die wirklich sagen, okay, ich möchte mich selbstständig machen oder ich bin schon selbstständig, aber auch ganz viele, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind und merken, okay, ich bin gerade unglücklich, ich bin nicht im richtigen Umfeld oder ich bin nicht in meiner eigenen Stärke. Um dann zu gucken, welche Stärke ist es überhaupt? Und wenn man diese Vorarbeit gemacht hat, dann ergibt sich danach auch, welcher Weg ist richtig, selbstständig oder angestellt. Und das ist dann ganz flexibel, da gibt es kein besser und schlechter. Selbstständig ist nicht besser als angestellt und vice versa. Und wie, weil das war jetzt die konkrete Frage, wie kannst du diesen Transfer bringen, dass du ja noch gar nicht 3, 4, 5, 6 Jahre in einer Firma gearbeitet hast, mit Menschen zu arbeiten, die selber 3, 4, 5, 6 Jahre in Firmen gearbeitet haben? Wie kannst du denen helfen? Meine Aufgabe als Coach ist nicht, dass ich dich berate, was der richtige Weg ist, sondern ich helfe dir, deine Antworten zu finden. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie die Erfahrung gemacht zu haben, jetzt 5 Jahre unglücklich in einem Konzern gearbeitet zu haben. Das ist sehr plakativ. Aber okay. Aha. Sondern ich bringe die Tools und das Werkzeug mit und das Know-how, um dich dahin zu führen, dass du für dich deine Antworten findest, dass du merkst und dir auch erlaubst, in deine Kraft zu treten und das umzusetzen. Und dafür bin ich meinen Weg gegangen, nämlich genau das auch zu tun, zu merken, was will ich, sich zu trauen, es umzusetzen, daran zu arbeiten, meine Stärken zu entwickeln und dafür ein gutes Anwendungsfeld zu finden. Den Weg bin ich gegangen und es muss nicht der gleiche sein, den du gehst, aber durch diesen Prozess und durch die Tools mit meinem Coaching kann ich dir helfen, das für dich auch selbst umzusetzen. Und du bist glücklich heute. Ja. Sehr schön. Die Hörer sehen das Strahlen leider nicht. Das hat man aber gehört bei dem Jahr, glaube ich. Ja. Natürlich hat auch mein Pfad, den ich jetzt gehe, Höhen und Tiefen. Das ist klar. Und es gibt ganz viele Situationen, wo es schwer ist. Und das ist auch okay so. Also das hat jeder auf seinem Weg. Also wenn wir uns diese Social-Media-Welt angucken und denken, ach, alles super, das wirkt so wundervoll, oder wir gucken uns unsere Nachbarn mit seinem hübschen Auto, der sagt, alles läuft bombig, das ist nicht die Wahrheit. Wir sehen immer nur diese glänzende Außensicht und da gibt es noch ganz andere Situationen dahinter. Und mir hilft es immer zu merken, dass ich auch Phasen habe, wo es schwierig ist, um wirklich auch daran wachsen zu können und auch Empathie zu haben für andere. Denn den anderen draußen geht es genauso schwierig und manchmal genauso gut wie mir. Und das ist gut so, das ist das Leben. Schön. Absolut, ja. Jetzt nochmal konkret für die Hörer, die sagen, okay, ein Coaching kann ich mir jetzt nicht leisten oder möchte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht leisten. Wir haben jetzt schon 2 Möglichkeiten, um die eigenen Stärken zu identifizieren. Einmal im Außen, also quasi die anderen Fragen, und dann durch die Analyse der eigenen Situationen, die man gut, die Erfolgsgeschichten, die du gut gemeistert hast. Wie würdest du denn empfehlen, wenn jemand für sich selber weiterarbeiten möchte? Weil du sagtest, im Coaching, es ergibt sich dann daraus, also ergibt sich ein roter Faden, aber wie ergibt sich denn ein roter Faden? Wie kann denn jemand, der für sich selber versucht, okay, ich möchte das jetzt reflektieren und schauen, in welche Richtung, was mir denn liegt und was für mich wichtig ist? Wie kann der oder diejenige dann vorgehen? Starte bei dir selbst. Beschäftige dich mit dir selbst, mit deinen Stärken, mit den Dingen, die dir wichtig sind, deinen Werten. Guck dir an, was hast du für eine Persönlichkeit? Was bist du für ein Typ? Bist du introvertiert? Bist du extrovertiert? Bist du der risikobereite Mensch oder eher der so ein bisschen vorsichtiger ist? Und
sich wirklich mit dir selbst zu beschäftigen, auch ganz stark raus aus dem Kopf ins Fühlen zu gehen, also zu gucken, was zieht mich heute an, wo zieht es mich hin, und dem Prozess zu folgen, wirklich auch aufzuschreiben. Und da hilft es natürlich, wenn man jemanden hat, der einen da durchführt, aber man kann das auch, wenn man reflektiert ist, sehr gut selbst machen, das wirklich aufzuschreiben, Werte, Stärken, Interessen, Leidenschaften, um zu gucken, okay, was ergibt sich daraus schon? Was sehe ich da für ein Bild? Und auch andere damit reinzunehmen. Das kann ein Coach sein, muss aber nicht, der dann noch da drauf guckt auf die Ergebnisse und sagt, okay, aus diesem Profil könnte man nicht XYZ wunderbar machen. Mhm. Mhm. Also das ist auch sehr gut möglich. Wie kommen diese Ideen zustande dann? Weil es geht ja auch nicht unbedingt immer darum zu sagen, okay, wir nehmen jetzt den Katalog an möglichen Berufen. Wie verknüpfst du in deinem Coaching das? Also wie entstehen dann die Ideen? Also wie ich schon gesagt habe, die meisten Leute wissen die grobe Himmelsrichtung, wo es für sie hingehen soll. Wir wissen, was uns liegt, welche Richtung uns interessiert. Und wenn wir zu dem Punkt kommen aus dem Coaching, wo du dir das erlaubst, das auszusprechen, kombiniert mit deinen Stärken, mit deinen Werten, dann ist es nicht mehr ein großer Transfer, der da gemacht werden muss, weil das ist dann klar, das siehst du. Und da ist es halt wichtig, hinzukommen. Mit dieser Arbeit, auch mit diesem inneren Kritiker, was erlaube ich mir jetzt noch nicht auszusprechen? Mhm. Wenn ich träumen könnte, dann würde ich gerne Punkt, Punkt, Punkt. Diesen Satz für sich immer wieder zu beenden, um zu gucken, was ergeben sich daraus für Ideen auch. Mhm. Mhm. Spannend. Also im Prinzip, was ich da jetzt konkret rausgehört habe, ist, im Grunde genommen hast du ja ein Ziel. Im Grunde genommen weißt du, wo du hin möchtest. Und du hilfst im Prinzip nicht jetzt unbedingt das Ziel zu realisieren, sondern auch herauszufinden, warum ist mir das so wichtig, was treibt mich dazu an, dass ich dieses Ziel erreichen möchte. Also im Prinzip so ein bisschen der Experte des eigenen Ziels zu werden, also zu verstehen, warum will ich denn da überhaupt hin und was führt mich dazu. Und wie kann ich das vor allem erreichen, also welche Fähigkeiten brauche ich dafür? Kommt das auch noch mit dazu? Ja, die Menschen, die zu uns kommen, die wissen nicht, dass sie ihr Ziel kennen. Das ist der Prozess, durch den wir die Leute durchführen, durch den du gehst. Du kommst aber und du hast das Gefühl, ich habe keine Ahnung, wo es für mich beruflich hingehen soll. Ich weiß nicht genau, was zu mir passt. Das ist die Ausgangssituation. Mhm. Und ich sag doch, das weißt du schon. Du weißt nur noch nicht, dass du es weißt. Und jetzt heißt es, diese innere Arbeit zu machen, dass du dir das erlaubst, auszusprechen und dahinter kommst. Und manchmal ist es wirklich auch ein Prozess, um das zu identifizieren. Also nicht jeder hat es so wie ich ganz klar und wir erlauben es uns nicht. Manchmal ist es auch schon da, das Interesse ist da, die Stärke ist da, sie darf aber noch entdeckt werden. Und diesen Entdeckungsprozess zu machen, und das ist für mich auch der schönste Prozess, der ist so wunderbar, der macht Spaß, der macht Freude, wenn wir uns den Raum geben. Der führt dich dann dahin, dass du danach weißt, okay, mit dem Profil, mit dieser Entdeckungsreise, mit den Ergebnissen kann ich A, B, C machen. Also ich glaube auch nicht, dass es nur einen Job da draußen gibt, der zu dir passt. Es gibt nicht nur eine Sache, es gibt verschiedene Optionen. Nur die Frage, welche ist die perfekte jetzt für den nächsten Schritt? Ja. Also dieses, okay, also ich höre jetzt Folgendes raus, weil angenommen, ich bin jetzt eher so ein bisschen panisch, so ein bisschen nervös, okay, ich weiß nicht, wo ich hin will, wo soll ich hin? Und du sagst, hey, easy, es ist ein Erkunden. Wir gehen auf eine Erkundungstour, wir gucken, wo soll die Reise hingehen? Wir gehen ein bisschen in die Wüste, wir gehen ein bisschen in den Wald, wir gucken mal hier und gucken ein bisschen da. Und dann schauen wir einfach mal, wo du dich am wohlsten fühlst und was auch zu dir am besten passt. Ne? So? Ja, oft ist es so, dass wir durch diese Interaktion auch gar nicht unbedingt in die Wüste und in den Dschungel müssen, sondern wir sind hier in unserem Städtchen und können durch unsere Arbeit wissen, okay, in welche grobe Richtung sollen wir jetzt erstmal laufen? Ja. Welche grobe Richtung sollen wir erkunden? Also du musst nicht alles ausprobieren, um das zu erfahren. Aber es lohnt sich trotzdem, Dinge auszuprobieren, die in die richtige Richtung gehen. Weil dann wirst du es nur entdecken, was genau es jetzt ist. Wir sind jetzt hier schon in diesen subtileren, in diesen Nuancen. Das passt ein bisschen besser und das passt ein bisschen weniger, weil ich es ausprobiert habe, weil ich das gefühlt habe. Wir versuchen oft, Jobentscheidungen mit unserem Kopf zu treffen, bevor wir überhaupt ein Gefühl dafür bekommen haben, wie es sich überhaupt anfühlt, wie es ist. Und das funktioniert nicht. Und da dann auch wirklich sich zu trauen und auch Dinge auszuprobieren. Mhm. Und wie begleitest du dann die Klienten weiter, wenn es darum geht, okay, die wissen jetzt, wo sie hin möchten, haben sich getraut, das auszusprechen. Mhm. Die Strategie, um das Ziel auch zu erreichen, wie erarbeitet ihr das dann? Also meine Hauptspezialität ist wirklich diese Verbindung zu mir selbst, dieses
Ziel zu erkennen, zu wissen, was ich machen will. Und ich habe die große Gelegenheit, dass ich eine Partnerin an meiner Seite habe, die aus dem Recruiting- und Personalbereich kommt, die Caroline. Und die macht dann mit den Menschen auch Bewerbungsstrategien, Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und diese Hard Facts dann, um wirklich zu dem Ziel zu kommen. Dafür ist sie die Expertin und dann würden wir dann einfach dann da weitermachen. Mhm. Ah, cool. Das ist ja eine super coole Kombination dann bei euch, ne? Weil damit deckt ihr ja dann wirklich beide Bereiche ab. Auf der einen Seite die Selbstfindung, die Persönlichkeitsentwicklung. Und auf der anderen Seite dann eben auch das Konkrete, wie du gerade so schön sagtest, die Hard Facts, ne? Also gibt es Leute, die auch zu euch kommen und einfach nur die Hard Facts wollen? Ja, die kommen und denken, sie brauchen einfach nur Bewerbungsunterlagen, um dann festzustellen, ich weiß gar nicht so richtig, was ich möchte. Dann steht die Maxine und denkt sich, Ja, also ist auch klar. Also ich denke, ich brauche einen neuen Job. Was mache ich? Ich gehe wahrscheinlich auf irgendwelche Jobbörsen, suche mir Jobs raus, die ähnlich sind wie der, den ich jetzt habe, in der Hoffnung, dass es da besser wird. Ja. Und das passiert oft nicht, wenn die Personen einfach im falschen Job per se sind. Und wenn wir das rauskristallisiert haben, dann ist klar, dann braucht es erst nochmal dieser Schritt zu der Findung, was ist jetzt wirklich der passende Job. Ja. Aber das haben wir auch tatsächlich ganz häufig, die Erfahrung, dass die Leute zu uns kommen mit Bewerbungsunterlagen und dann geht man da ein bisschen in die Tiefe und dann merkt man, das war jetzt einfach nur der Weg, den die gegangen sind und weil ihnen jetzt gerade nichts Besseres einfällt. Ja, absolut. Ganz häufig. Hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere Hörer? Jetzt bin ich bei dir im Coaching, ne? Jetzt ist bei dir super geile Coaching-Session, mega Durchbruch. Jetzt gehe ich nach Hause und da sitzt meine Frau oder mein Mann und sagt, wie bitte? Du willst Eisverkäufer in Südafrika werden? Hast du sie noch alle? Mach gefälligst hier wieder deinen BWL-Job in der Bank und gut ist. Wie hast du da einen Tipp, wie die Menschen sich da, ja, ich würde nicht sagen schützen, weil das heißt schon wieder so ein bisschen dagegen sein, aber wie kann ich damit umgehen? Weil ich komme jetzt zu dir, ich mache mit dir jetzt hier den ultimativen Durchbruch, erlebe was anderes, gehe nach Hause und erzähle meiner Frau oder meinem Mann, je nachdem, wie ich so gepolt bin, dass ich jetzt was völlig anderes will und mein Umfeld, das hast du ja selber erlebt, ist erstmal so, oh, bist du bescheuert? Um Gottes Willen? Wie? Warum? Warum? Ja. Also wenn's jetzt um Partner geht, die wirklich, oder Personen, die wirklich sehr nah an dir dran sind, dann sage ich, hol die ins Boot. Du bist nicht alleine hier auf deiner Reise, sondern die sind mit dir. Und wenn du die mit ins Boot holst, weil diese Personen, die wollen nur das Beste für dich. Die denken halt, dass jetzt diese sichere Angestelltenstelle, dass das sichere und das Beste für dich ist. Wenn du die Leute aber mit ins Boot holst und nicht einfach von vollendeter Tatsachen stellst, sondern die kommen mit in den Prozess. Und wenn die merken, das Beste für dich ist was ganz anderes und ihr gemeinsam auch daran arbeitet, was könnte es da für Lösungen geben? Was können wir konkret machen, dass es funktioniert? Dann sind die Leute auch mit dabei, da ist dein Partner mit dabei. Und ich sage immer, nimm deinen Partner mit. Also das funktioniert nicht, dass du jetzt dich einfach abschirmst und dann dein eigenes Ding machst und dann sagst du, okay, so wir ziehen jetzt mal nach Afrika. Funktioniert das nicht. Und da auch wirklich Empathie zu haben und auch diesen Blickwinkel von dem anderen zu integrieren können. Der will nichts Schlechtes, wenn er dir sagt, das ist eine blöde Idee. Aus seiner Sicht ist es das Beste. Und das wirklich mitzunehmen und da gemeinsam für eine Lösung und für Ideen auch zu kreieren. Das macht auch Spaß und das kann auch Partnerschaften oder Freundschaften oder Familienmitglieder ganz wunderbar zusammenbringen. Ich verstehe. Das heißt also, was du sagst, ist, anstatt dagegen zu gehen und ich mache jetzt meinen Weg und nach mir die Sinnflut, eher, ich sag mal, offen zu sein und das auch die Ängste sich anzuhören des anderen und auch Verständnis zu zeigen, wie du hast Empathie gerade so schön gesagt. Die Menschen wollen nur das Beste für mich. Und sie dann quasi mitzunehmen, zu inkludieren in diese Reise. Ja, ja, und ich habe auch festgestellt, wenn du sicher bist, was du willst, dann wirkt es auch genauso auf andere. Wenn du jetzt unsicher bist, oh, ist das wirklich das Richtige, weil du noch nicht so weit in dem Prozess bist und dann auch rausgehst und dich wirklich auch mit Leuten unterhältst, die weiter entfernt von dir sind, irgendwelche Verwandte oder irgendwelche weiteren Freunde, die merken diese Unsicherheit und die werden dir dann einen Spiegel vorsetzen und genau diese Unsicherheit zurückreflektieren. Und deswegen sage ich, mach deinen Prozess mit deinen engsten Leuten am Anfang, bis du eine gewisse Festigkeit hast und geh dann in den Austausch. Also nicht im Sinne von, nimm alle mit ins Boot, frag deine ganzen 1000 Familienmitglieder und alle Freunde, was die davon halten. Nein, so auch nicht. Aber so, wenn es wirklich um Partner geht, der mit dir lebt, wenn es um Kinder geht,
da, die sollten mit im Boot sein. Ja, ist sehr, sehr schön, was du gerade sagst, weil ich tatsächlich meine Freundin auch in alle wichtigen Entscheidungen einbeziehe. Und ich sage immer zu ihr, sie ist natürlich auch mehr auf Sicherheit bedacht als ich. Und sonst würde ich nicht so komische Sachen machen und hier irgendwelche Interviews am Tag. aber das Schöne ist halt daran, das ist so ihre Superpower, weißt du, weil wenn ich sie überzeugt habe, dann weiß ich, dass ich auf einem sicheren Weg bin. Und wenn man das einfach mal so für sich reflektiert, jetzt auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn derjenige die Sorge hat, dann kannst du es ja auch in eine Superpower umwandeln und sagen, okay, wenn ich die Person überzeugt habe, wenn ich die Person auf meiner Seite habe, dann weiß ich, dass es safe ist. Und dann, genau, dass wir die Stärken von dem anderen einfach integrieren. Wenn er eher der vorsichtigere Typ ist, dass wir sagen, cool, du bringst einen Aspekt rein, den ich gar nicht vielleicht habe. Ja. Lass uns den mit reinbringen und gucken, damit es auch wirklich funktioniert. Totally. Ja. Schön. Manche Teams werden auch so zusammengestellt, dass ein Neinsager dabei ist. Sondern wenn wir den überzeugt bekommen, dann gewinnen wir da draußen. Ja. Das ist immer das Teufels Anwalt, ne? Genau. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr cool. Maxine, draußen scheint die Sonne und der Tag ist vorbei und du liegst abends im Bett und du denkst, wow, heute war ein perfekter Tag. Heute war so ein perfekter Tag. Was hast du an dem Tag gemacht? Was habe ich gemacht? Ich bin aufgestanden und zwar ohne Wecker. Wow. Und habe diese Zeit einfach für mich genossen, so wie viel Zeit ich auch immer brauchte. Ich habe ein bisschen Zeit mit meinem Partner im Bett oder lese mit einer schönen Tasse schwarzen Tee mit Milch. War zu lange in England. ich kenne das mit dem, also wir kennen das beide mit dem Englischen. Alles gut. Also für diejenigen, die gerade zuhören, ja, das trinkt man so. Genau. Und es schmeckt durchaus gut. Aber wir wollen keine Werbung machen, welche Teesorte jetzt zu trinken ist. Dann habe ich ein Klientengespräch, vielleicht so vor der Mittagspause, und wo wir wirklich tief arbeiten, wo tiefe Prozesse in Gang gesetzt werden, dass ich auch merke, wie ich auch wirksam werde. Dann habe ich schöne Mittagspause draußen in der Natur. Ich wohne hier, wie ihr ja wisst, im wunderschönen Taunus. Im Seminarhaus mitten in der Natur und das auch wirklich genießen zu können. Und habe dann noch einen Nachmittag voller Kreativität. Also ich genieße, und für mich hat ein perfekter Tag Freiräume. Platz, wo ich sein kann, wo ich kreativ sein kann, wo ich neue Ideen entwickle und die umsetze. Sei es jetzt mit neuen Online-Kursen, die ich mit der Caroline zusammen mache. Sei es wirklich jetzt einen Workshop vorbereiten. Da so einen kreativen Platz zu haben, um dann gemeinsam mit Partner, meinem Freund oder auch gerne mit der Familie zusammen Karten spielen, schön Abendessen und den Tag ausklingen lassen. Schön, sehr schön. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 keine Verantwortung und 10 ganz viel Verantwortung bedeutet, was glaubst du, wie hoch die Eigenverantwortung des Einzelnen ist, dass es ein perfekter Tag wird? Es ist bei einer 9. Also wir können oft nicht entscheiden, was uns passiert im Leben, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und wir haben so viel mehr Macht, Dinge zu verändern und auch unseren Umgang damit zu wählen, als wir oft glauben, als unser innerer Kritiker sagt, den wir haben. Und wenn wir unsere Geschichte ändern, dann können wir ganz schnell die Sachen so verändern, dass sie sich besser anfühlen, auch wenn die äußerlichen Umstände vielleicht, wie jetzt gerade, wenn es eine Kündigung ist, nicht ideal sind, aber dass wir es umwandeln können. Deswegen definitiv eine 9. Wir haben eine hohe Eigenverantwortung. Check. Was glaubst du, was die 3 wichtigsten Fähigkeiten der Mitarbeiter der Zukunft sind? Nummer 1 ist für mich Flexibilität, weil wir brauchen dynamische Mitarbeiter. Also die Zeit, wo wir eine Sache tun, ganz stumpf, das ist unsere Aufgabe und das war's, die sind vorbei, zum Glück, finde ich auch. Und deswegen brauchst du eine gewisse Flexibilität. Dann brauchst du eine Lernbereitschaft. Also es reicht halt nicht mehr, mal irgendwann eine Ausbildung gemacht zu haben und dann hast du dein Wissen und dann war's das. Sondern das zu nutzen, dass wir die Fähigkeit haben, die Möglichkeit, uns immer weiter zu entwickeln und auch neue Dinge zu lernen. Und Nummer 3 ist für mich Achtsamkeit. Weil
wir brauchen Achtsamkeit, damit es uns gut geht in der Stelle. Wir brauchen Achtsamkeit, um zu merken, was braucht es jetzt? Was braucht jetzt der Erfolg im Team? Was braucht jetzt das Unternehmen? Was passiert gerade da draußen? Da passiert ja so viel so schnell mit den Kunden. Und wir müssen diese Achtsamkeit haben, dabei zu sein, das zu beobachten, zu bemerken und jetzt hier und jetzt spüren zu können, wo soll es hingehen. Mhm. Super. Hast du eine Buchempfehlung für unsere Hörer? Also ein Buch, was ich sehr genossen habe, war, ist spirituell angehaucht, also wahrscheinlich nicht für jeden, ist das Buch von Rebecca Campbell, Light is the New Black. Mhm. Im Deutschen hat es einen wunderschönen hässlichen Titel, Dein Licht steht dir gut. Keine Ahnung, was da passiert ist. Boah, wenn du das wüsstest. Ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger damit sein. Aber das ist ein ganz tolles Buch, was dir hilft, klarer zu werden über meine Berufung auch. Also was ist das für eine Qualität, die in mir ist, die gelebt werden will? Mhm. Weil für mich ist Berufung nicht irgendein Jobtitel. Das ist so der Übertitel. Das ist viel größer. Sondern wirklich, was ist in mir, was gelebt werden will. Und das Buch unterstützt einen wunderbar dabei, da erste Ansätze zu bekommen und wirklich in die Tiefe zu gehen und auch raus aus dem Kopf rein ins Gefühl zu kommen. Mhm. Super, toll. Wunderbar. Packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Du hast auch im Laufe des Interviews von eurem Online-Kurs erzählt, der Stärkenfinder. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen? Gerne. Wir haben den Stärkenfinder-Kurs entwickelt für Menschen, die sagen, hey, ich brauche oder ich möchte gerne meine Stärken noch besser kennenlernen. Und ich möchte das jetzt in einer Weise tun, die zu mir passt, von zu Hause in meiner Zeit, weil ich auch viel beschäftigt bin. Und dafür haben wir diesen Online-Kurs kreiert. Ist ein 5-Tages-Kurs mit kraftvollen Coaching-Übungen, die dich durch den Stärkenfindungsprozess führen. Und am Ende, damit du auch wirklich diese Fremdwahrnehmung auch hast und diese professionelle Unterstützung, gibt es ein professionelles Feedback von mir oder von Caroline zu deinen Ergebnissen. Das heißt, du machst deine Übung, machst die Übung in deiner Zeit, schickst uns die Ergebnisse und wir geben dir nochmal eine professionelle Analyse und Feedback auch zu deinen Ergebnissen. Was sehen wir daraus? Was ergibt sich für ein Bild für uns? Mit unserer Erfahrung und wo kann auch die Reise hingehen, was sind die nächsten Schritte für dich. Mhm. Toll. Und das ist ein wunderbarer Kurs für diejenigen, die sagen, hey, ich bin noch unsicher, welcher Job zu mir passt und ich möchte auch meine Stärken vielleicht auch einfach beruflich nutzen, um schneller und schöner voranzukommen. Mhm. Du hast ja auch ein Geschenk für unsere Hörer mitgebracht, oder? Ja, ich hatte mir überlegt, dieser Kurs ist so wunderbar, der hat so vielen Leuten schon geholfen, ihre eigenen Stärken aufzudecken. Deswegen möchte ich gerne allen, die zuhören und sagen, hey, ich möchte meine Stärken entdecken, gerne 20 € Gutschein geben für den Kurs. Der kostet normalerweise 89 €. Alle, die den Code Berufsoptimierer nutzen, kriegen 20 € Rabatt. Das heißt, der Kurs kriegt ihr für 69 € inklusive dem professionellen Feedback von uns. Damit ihr kraftvoll die Reise beginnen könnt, wenn ihr sie nicht schon längst angegangen seid. Hammer, das ist ja mal eine tolle Sache. Vielen Dank. Wir packen auf jeden Fall den Link dazu auch in die Shownotes und auch zu deinem Podcast. Ja, sehr, sehr gerne. Finde deinen Weg, die Show. Wir machen ähnliche Themen, was ich so schön finde, dass wir zusammengefunden haben. Ja. Aber auf ganz unterschiedlichen Weisen. Mhm. Also da freue ich mich auch schon, wenn ich euch beide demnächst begrüßen darf im Podcast. Genau. Wir können vielleicht auch einen Gegenzug machen. Mhm. Genau, also kommt gerne vorbei. Wir haben Themen wie finde ich meine Berufung, Achtsamkeit, Stressmanagement sind so Themen, die wir ganz stark fokussieren, damit du jetzt kraftvoll auch die jetzige Phase gut meistern kannst. Mhm. Toll. Mega. Super. Sehr alles geil, in oder? Den Shownotes. Ja, alles genau. In den Shownotes findet ihr alles. Geht ruhig jetzt in die Shownotes rein, scrollt euch durch, klickt auf den Link. Mhm. Und damit sind wir wieder mal am Ende einer wunderbaren Folge, eines wunderbaren Interviews angelangt. Und Maxime, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und der erste Schwung Live-Zuschauer, die wir am Anfang am Start hatten. Und wenn du mehr von uns erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall auf unsere Webseite nach www.die-berufsoptimierer.de, wo du auch noch alle weiteren Folgen findest, sowie den Blog, den die Katja ganz wunderbar befüllt mit super spannenden Themen, eben rund aus der Welt des Berufungsthemas. Ist das gerade ein bisschen, der Berufungsbewerbung? Genau. Facebook, Instagram, da findest du uns ebenfalls. Instagram, wenn du einfach ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchtest, wie unser Setup ist,
wie wir manchmal halt so sind. Und dann, und da freuen wir uns ganz besonders drauf, am 22. September 2018, also dieses Jahr, haben wir unser erstes Seminar, was wir hier im Raum Düsseldorf, komm, die Maxine freut sich schon, was wir hier im Raum Düsseldorf an den Start bringen werden. Und alle weiteren Informationen findest du bzw. bekommst du, wenn du dich zu unserem Newsletter anmeldest. Maxine hat in diesem Interview ja erzählt, wie sie ihren Klienten hilft, ihre persönliche Vision ihres Lebens zu finden. Hast du denn schon eine Vision von deinem Leben, von deiner Karriere entwickelt? Wir haben eine ganz konkrete Vision, denn wir wollen bis 2021 die Menschen 1 Million Mal mit diesem Podcast erreicht und dadurch Mut gemacht haben. Wir wollen bis zum Jahr 2021 die Menschen 1 Million Mal mit diesem Podcast erreicht haben und ihnen dadurch den Mut gegeben haben, auf ihre Fähigkeiten zu vertrauen und sich zu trauen, ein glückliches, erfülltes und erfolgreiches Arbeitsleben anzustreben und zu erreichen. Und wenn du uns dabei helfen möchtest, diese Menschen dabei zu unterstützen, dann gib uns jetzt deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, Stitcher oder Google Play. Denn nur 5 Sterne führen dazu, dass dein Karriere-Podcast, nämlich dieser, auch noch mehr Menschen erreicht. Die Berufsoptimierer Katja und Bastian verabschieden sich an dieser Stelle und übergeben das letzte Wort an die liebe Maxine. Ja, erstmal vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das ist ein wunderschönes Geschenk, was du uns machst. Vielen Dank dafür. Und mein letztes Wort wäre oder ist, starte bei dir. Finde das Beste und Lebendigste in dir, denn das ist so der Schlüssel für alles, für deinen beruflichen Erfolg, für deine berufliche Erfüllung. Und es ist das schönste Geschenk, was du dir machen kannst, dich selbst kennenzulernen und dich in deiner Stärke auch zu entdecken. Deswegen viel Spaß damit. Und wenn wir dich dabei unterstützen können, dann komm gerne zu uns auf die Webseite www.careercatalyst.de oder schau dir unseren Stärkenfinderkurs an. Da kannst du ganz kraftvoll deine ersten Schritte auch gemeinsam mit uns gehen. Danke dir.